Okay, auf geht's. So, wir sind hier auf Town, eine sehr große Stage. Ich finde es ein bisschen gefährlich für Lucas hier, weil Roy kann bei Town extrem schnell killen und extrem cheesy Kills holen, weil er zur Seite schnell killt mit Sidebeam, mit Jabbecke und so weiter. Mal schauen, ob wir davon was sehen werden. Gerade erstmal recht safe in Neutral Pokes. Keiner hat so richtig den Advantage. Ja, hier der Advantage von Inkling. Okay, recht aggressive Abbies. Ich frag mich, ob Levi die später noch punishen wird. Matchup-Situation, okay. Der Reversal. Finde ich recht risky, aber es hat geklappt. Aber schon ist Inkling zurück auf der Stage. Ich bin mir tatsächlich auch gar nicht sicher, ob die beiden schon mal gegeneinander gespielt haben, aber es sieht bisher sehr even aus. Es könnte ein sehr spannendes Set sein. Ich hoffe ja, wir sehen ein Game 5. Spannend. Den Neutral Beam mit der Side B gepunished und dann noch zurückgekommen. Ja, Lucas Recovery ist halt auch echt gut, da kann er sich sowas leisten. Und der Dash Attack Kill. Stark. Okay, er misst den Jab Back Air Confirm. Das sah kurz gruselig aus, aber Inkling ist zurück zur Stage gekommen. Also bisher wirkt es so, als könnte Inkling einfach noch nicht richtig reinkommen und aus den Advantages noch nicht so viel konverten. Aber hier der Forward-Air-Callout zum DJC. Stark von Inkling. Und jetzt fehlen auch die Plattformen auf der Stage. Beziehungsweise jetzt sind sie an der Seite. Das ist ja das Spannende an Town and City, dass es so drei Layouts hat. Eine FD-Layout, ein normales Plattform-Layout und eins so ein bisschen eher wie Carlos mit den Plattformen an der Seite. Das ist gerade das Layout, was quasi am cheesiesten ist, weil Roy hier eigentlich gutes Sidebeam an der Seite landen könnte. Aber Nico ist sich wahrscheinlich bewusst darüber. Klar, warum nicht? Ja, Nico spielt den Stock sehr gut aus. So, spontaner Co-Kommentator. Ja, Roy gegen Lucas, ich weiß nicht, ich bin nicht so der Experte in dem Matchup. Ich würde sagen, recht even tatsächlich. Ja, ich finde es nur teilweise schwierig, als Roy, glaube ich, zu approachen. Mhm, ja. Side B, der sehr und so weiter, macht es alles nicht so leicht. Ja. Aber immerhin hat Roy echt einen guten Speed, so Running Speed und so weiter, also an sich sollte er vorbeikommen können. Das Ding ist auch, wir sind gerade auf Town und ich glaube, Roy kann Lucas sowieso recht früh killen und dann noch auf Town. Also das ist noch auf jeden Fall sehr machbar. Ich dachte auch, dass sowas sicher jetzt passieren könnte, aber bisher hat Inkling noch zu honest gespielt. Ja, das ist irgendwie so ein Ding bei ihm. Oh nein. Oh, das ist unlucky. Unfortunate. Nee, aber das ist irgendwie so ein Ding bei Inkling, dass er sehr honest spielt mit Roy. Okay, ja, ich denke, das wird ein großer Faktor sein in dem Matchup, dass Levi Roy gut Edge Garden kann, also mit dem Abi. Ich weiß nicht, ich glaube, da hat man nicht viele Options. Ich glaube, man kann seine Super Armor ein bisschen timen und immer seinen Jump behalten, aber sonst ist es... Du hast halt in der Luft leider auch keine Super Armor bei Roy. Das hat man nicht? Nee, das hat man nur auf dem Boden. Ach so. Er hat einfach nur eine große Hitbox, deswegen mit dem Abi ist es dann egal eigentlich. Mhm. Okay, spannend, ja, das macht es... Das macht es deutlich schwieriger. Mhm. Man muss halt wirklich seinen Jump irgendwie behalten oder halt taggen, aber das ist halt quasi unmöglich, dass... Ja, das ist auch so random, wo landest du und so. Ja, genau. Okay, wir sehen jetzt hier Yoshis, das finde ich interessanter Pick von Inkling. Mhm. Ich bin mal gespannt, was hier sein Plan war. Vielleicht denkt er sich, kleinere Stage, komme ich schneller rein oder so.
Ja, das kann gut sein. Weil Levi hat ihn ja recht erfolgreich ausgekämpft, würde ich sagen. Oh, die Side B. Und es ist auch wieder recht cheesy, die Map. Aber eben, eher nach oben, ne? Ja. Hm. Gerade eben hat man es auch gesehen, dass Inkling sich den Jump bewahrt hat, um ja, nicht sofort zu sterben. Das war sehr nice. Also allgemein würde ich sagen, Inkling profitiert auf jeden Fall deutlich mehr von Plattformen als Levi hier in dem Szenario. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, sieht auf jeden Fall deutlich besser aus gerade für Inkling. Gerade eben hat er so ein paar Probleme, sein Advantage zu halten, aber gerade hat es ganz gut funktioniert. Ja. Yeah. Das ist allgemeine Sache, die irgendwie recht viel passiert in dem Matchup bisher, dass sie sich viel reversen, habe ich das Gefühl. Ja, es ist immer so ein Hin und Her. Oh, das war knapp. Ich habe gerade schon den Down-Smash gesehen. Mhm. Aber er hat wahrscheinlich runtergehalten bei der AP. Oh, da rettet Nico ihn. Das war halt ein richtig guter Play. Das war echt gut. Ja, da muss er halt auch mal punishen. So. Also wenn Lukas schon so offen da auf der Stage rumsteht, dieser Ball ist ziemlich langsam. Ja. Ja, und das war jetzt unlucky. Ich glaube echt, sein Main-Fokus sollte sein, bleib on stage. So, nicht zu viele Risiken eingehen, einfach nicht reversed werden, weil Levi da echt viel für geht, so wie dieser Grab da gerade. Er versucht immer early off stage zu bringen. Ah, da hätte eine Backer halt jetzt hin müssen. Ja. Vielleicht hat er nicht erwartet, dass es trifft. Alter, oh. Das ist, und noch das ist extrem gruselig. Ja, und das killt. Oder? Nee, er macht nein. Levi hat einfach gerade nichts gemacht, deswegen. hat ihn vielleicht dachte er selber, es killt. Wer weiß. Okay, die Abwehr. Ja, alles noch drin. Für Inkling. Ja, auf jeden Fall. Jetzt so eine schöne Forward-Air-Kombo. Ja, okay, oder er macht nichts raus. Das geht natürlich auch. Roy ist halt echt gut in Prozent des Decken mit so ein paar Aerials. Mhm. Aber Levi springt halt gerade nicht so viel, was man normalerweise mit Lukas macht, mit Forward-Air näher. Das macht Levi gerade ziemlich gut. Und dabei, genau, ich hätte jetzt gesagt, so Aerial-technisch könnte Inkling halt gut Levi catchen, so wie da der Forward-Air, aber die gibt denen halt Levi nicht viel. Und na gut, grounded hat Roy halt Downhit und Side B, aber das war's irgendwie. Also oh, das war. Ja, guter Confirm, Upper Back, ja. Vielleicht sollte Inkling auch mal versuchen, offstage Levi zu catchen. Ja, ist auf jeden Fall möglich, aber ich find's schon nicht sehr einfach, weil du halt immer nur diese Weak Hitbox kriegst meistens, wenn du jemanden edgeguarden willst, besonders gegen die Upbeat von Lukas. Weil wenn du damit Sweet Spot rangehst, dann wirst du getroffen und dann bringt es auch nichts. Counter könnte gehen. Ja, oder vielleicht Neutral Beat chargen. Ja. Auch eine Möglichkeit. Hm. Okay, stark. Mit dem Backthrow. Das war gerade noch sehr even. Wenn er jetzt schnell den Kill holt, dann. Oh, der Up-Tilt. Ja, also er trifft. Kommt immer weiter zurück. Baker trifft nicht. Oh. Stark mit dem Upswing zwischendurch, damit der Sweet Spot rauskommt. Ja, ist gerade sehr clean, auch auf die Spot-Dodges am Reagieren, der Inkling. Levi macht die ganze Zeit Neutral Get-Up oder Tether von der Ledge. Mhm. Und ich glaube, wenn Inkling ein bisschen öfter vielleicht eine Ledge grabben würde oder sowas, dann wäre das auf jeden Fall ein nice Faktor. Oder Preemptive Nair oder sowas vielleicht, ich weiß nicht. Mhm. Okay, er hat es zurückgeschafft. Ja, es ist eigentlich echt oft ein Angriff von der Ledge. Ja, er muss halt wirklich anfangen, da zu shielden und ein bisschen drauf zu reacten. Nee, das oh, er hat noch einen Jump, ja, Inkling macht das super. Mhm. Habe ich auch nicht gedacht, dass er da den Jump noch hat. Und jetzt? Kriegt er den Edgeguard vielleicht? Nee, und schon wieder der Angriff. Und schon wieder der Angriff. Er steht da, auf Yoshi ist es, glaube ich, besonders einfach, den Downsmash da zu treffen. Ja, stark. Damn. Was glaubst du, muss Inkling machen, um das zurückzuholen? Ich weiß nicht, also ich denke nicht, dass wir einen Character-Switch sehen. Ich denke, er muss halt an der Ledge mehr Sachen machen. Also er trifft ja auch manchmal so Jabs an der Ledge, aber er trifft Jab-Backer zum Beispiel nicht. Und diese Early-Kills, das ist halt schon ein großer Vorteil bei Roy. Die Confirms müssen auf jeden Fall sitzen jetzt hier im Bracket. Die Confirms müssen sitzen, Ledge-Trapping muss sitzen. So, das muss halt da sein. Wenn er mal das Advantage kriegt, wenn er mal wirklich reinkommt, dann muss er das auch halten. Und das war gerade eben das Problem, glaube ich. Also Reversals verhindern, nicht so viel Offstage kommen und die Ledge-Trap ist besser hinkriegen, ja. Ist ein bisschen viel, aber hey, alles möglich. Wir sehen schon wieder Yoshis. Mhm. Es war ja auch kein Stomp eben. Nee, auf jeden Fall nicht. Das war sehr machbar. Mhm. Oh, naja, Tether.
Wir haben immerhin mal das Schild gesehen an der Ledge. Ja. Au. Alter, da bin ich echt überrascht, dass es nicht getroffen hat. Mhm. Inkling war eigentlich echt in dieser Attacke drin. Was vielleicht auch ganz nice wäre, ist, wenn Inkling ihn so ein bisschen juggeln würde. Wenn er vielleicht einen Grab bekommt, dass er mehr Up-Air drückt, weil Lukas hat da Probleme zu landen. Oder, ja, ein Grab into Up-Throw oder sowas und dann das Setup mehr. Mhm. Ja, oder Down-Throw. Down-Throw setupt ja auch auf ja, Low-Percent, ja, auf Plattform und so. Teilweise auch mit Frame-Traps und sowas. Genau. Ja. Aber jetzt gerade sieht es echt gut aus. Oh, Up-Air. Er macht nichts raus. Das kann confirmen, oder? Der Sour-Spot, denke ja, ich. Ja, das kann auf jeden Fall confirmen. Auf jeden Fall, der erste Sock geht jetzt an Inkling hier. So ein seltsamer Trade, oh. Der Jump ist noch da, okay. Ja. Gerade treffen beide nicht so wirklich was. Inkling versucht zurzeit gerade die ganze Zeit durch Jumps zu approachen. Ja. Ja, Levi hat gerade ein bisschen zu viel grounded Side B gemacht. Aber da hat sich halt Inkling, da war halt Inkling einfach nicht. Okay, wieder den Jump behalten. Ja, Levi geht immer, wenn er denkt, dass er keinen Jump hat, dann geht er halt wieder sofort zur Midstage, was er halt eigentlich nicht machen muss. Oh, starker nice. Catch. Down Smash. Stimmt, einfach den Edge Guard weitermachen. Mhm. Okay, gut recovered hier. Oh. Ja, das ist halt so, wenn man F-Smash an der Ledge macht, dann kommt halt Lukas sehr einfach davon, logischerweise. Oh! Ah, schade. Vielleicht geht Inkling hier für zu viele High Reward und High Risk Options, dann könnte vielleicht ein bisschen safer da spielen in solchen Situationen. Oh nice, der Callout mit dem Fair. Okay. Der Up Smash. Interessanter Up Smash. Mhm. Vielleicht hat er ihn da gesehen. Ja. Er hat den Jump wieder, nice. Ja, er macht erstmal nur Upbeat und dann trifft ihn das und dann jumpt er halt erst. Ja, das ist sehr smart. Interessant. Levi versucht hier für Up-Airs zu fischen, weil er wahrscheinlich anti-airen will jetzt gegen Inklings Approaches. Aber klappt noch nicht so gut. Na, jetzt grabt er mal. Das ist, finde ich, nice. Ja, er adaptet wirklich gut. Aber es kann halt echt an jeden gehen. Es ist quasi even. 2% Unterschied. Oh, nice. Den Spot-Touch abgewartet. Ich denke, wenn es so im Neutral wirklich darum geht, den Kill-Move zu finden, da hat Roy halt den Vorteil so. Mhm, auf jeden Aber Fall. Aber das musst du halt auch ausnutzen. Oh, jetzt hätte man jetzt eine Backer machen können zum Beispiel. Ey, das ist. Aber der Double Down Smash hat nein gesagt. Der Triple Down Smash. Vielleicht ist er auch ein bisschen nervös. Top 8 Qualifier on Stream, wer weiß. Ja, verstehe ich auch. Vor allem so dieser On-Stream-Faktor, das finde ich immer ganz schlimm. Beide haben 0% Last Stock. Oh. Stark mit dem sehr. Paar Tellers. Okay, wie kommt er aus dieser. Nein, das hat er noch. Hat er noch. Ja. Mit dem Down-Air-Versuch hier von Inkling. Inkling hat sich jetzt eine solide Lead aufgebaut. Mhm. Die darf er jetzt nicht verlieren. Oh, okay, schöner nice. Air-Dodge Read. Mhm. Ja. Er hat actually gut adapted darauf, dass Levi immer mit Attacks von der Ledge kommt. Und shieldet dann oder grabbt ihn dafür. Das killt nicht, außer bei extrem schlechten DI. Jetzt muss er halt aber noch den Kill kriegen und ja, das ist der Kill. Ja. Schöner Upsmash. Da wurde er gepunished für Smashen. Ich bin mal gespannt, welche Map wir jetzt sehen. Oh ja, jetzt ich auch. Jetzt darf Levi ja auswählen. Was will Levi wohl haben? Hm. Vielleicht möchte er mehr Platz haben. Ja, Carlos vielleicht oder wieder Town. Also Carlos ist wohl eine der schlechtesten Maps von Lukas an sich, aber ich weiß, dass Levi selber persönlich Carlos mag. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er drauf spielt. Ja, Carlos ist ja auch relativ groß. Und hat Walls, so wo er gut abbiegen kann. Mhm. Schlimmste ist eigentlich PS2, weil da sind die Wände sehr seltsam, das stimmt. Ja, so das oft ist ganz, mit dem ganz schlimm. Okay, was sehen wir jetzt? Oh, Battlefield. Das ist unerwartet. Ist ganz okay für beide. Also vor allem für Roy, sehr solide auf jeden Fall. Ja, vor allem für Roy, würde ich auch sagen. Nice, sehen wir ihn confirm? Ne. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Levi so ein bisschen aggressiver spielt seit Game 3. Mhm. So davor hat er einfach nur die ganze Zeit in der Corner ein bisschen gechillt, hat vielleicht so Side-B gemacht, ein bisschen Grab. Und jetzt geht er halt sehr doll rein irgendwie. Mhm. Und macht auch viele Missinputs gerade. Vielleicht ist seine Stamina so ein bisschen low jetzt nach den Matches. Ich denke, es ist das, was du gesagt hast, dass er halt ein bisschen, er will jetzt in die Top 8 und er denkt sich so, oh komm, ein Game noch und dann passiert sowas halt. Aber es ist Best of 5, also muss er dieses ganze Set holen und nicht nur zwei Games. Ich denke, das ist eigentlich ganz nice, wenn man mit Lukas unter einer Plattform steht.
und dann einfach nur so ein bisschen Side-B macht, ein bisschen seine Aerials, weil ich sehe nicht so ganz, wie Roy dann approachen soll. Ich auch nicht tatsächlich, ja. Dash Shield wahrscheinlich und dann schauen, was Lucas macht, aber sonst hast du nicht viele Options. Levi führt gerade mit einer kleinen Lead. Oh, nice. Mal wieder das aggressive Onstage kommen. Aber also, guck mal, jetzt eine Jab Backer würde jetzt halt, glaube ich, noch nicht killen das und das killt. Damn. Stark. Aber das wollte Inkling sicher nicht, oder? Nee, er wollte wahrscheinlich nicht onstage, das glaube ich auf jeden Fall nicht. Okay, er hat Jab Backer hier verhindert. Okay, auch nicht reingerollt. Das macht Inkling in letzter Zeit sehr häufig mit diesem F-Smash, weil er halt diesen Reward haben will. Dabei hat man mit F-Tilt den gleichen Reward bei 100%, denke ich, oder? Das könnte auch also ich denke, nee, F-Tilt würde da noch nicht killen, ne? Also mit Stage zumindest. Okay. Aber trotzdem. Ja, da muss halt aufpassen. Normalerweise ist das eine gute Option, aber Lucas kann halt einfach Sidebeam. Der Triple DJC, nice. Das ist, by the way, ein One-Frame-Input. Oh, die Nair. Da war halt gerade auch schon die Abwehr. Inkling hat halt das Problem, dass er so eine Reaction-Time hat, die so ein bisschen langsamer ist. Und das ist manchmal ein bisschen... Also, es ist auf jeden Fall kein Vorteil als Roy-Spieler. Ja, denkst du, er spielt dann eher preemptive? Ja, auf jeden Fall. Okay, verstehe. Okay, ja, gut. Nice. Hätte ich den Panisch gekriegt. Alles noch machbar. Er capitalized dann so ein bisschen darauf, dass Levi so ein aggressives... aggressiven Disadvantage State hat. Oh, okay. Ich habe gerade schon den Grab gesehen, das war sehr knapp. Da wollte er ihn wieder reversen. Oh, Levi Roll. Da, er versucht es ein bisschen zu oft, meiner Meinung nach. Vielleicht kann er einfach ein bisschen safer Nutu spielen, statt für Grabs zu fischen hier. Und das meinte ich halt, wovon ich vorhin gesprochen habe. Wenn er mal dieses Advantage wirklich hält, dann ist es ultra gut gegen Lucas, weil Lucas nicht so ein gutes Disadvantage hat. Nee, und er ist halt jetzt schon seit 30 Sekunden nicht in so dem besten Spot. Oh, schöner Spot Dodge. Ja, Inkling sieht die Habits, also... Alter! Wow, gerade sehr clean gespielt. Jetzt vielleicht noch ein Jump. Oh ja, ja. Okay. Jetzt muss er aber auch noch den Kill holen. Oh, Levi Down Smash. Ja, das war stark. Alter. Levi hat endlich geschafft, nicht anzugreifen, während er onstage kommt und dann kam er instant zurück. Weil Inkling hat gewartet auf die aggressive Option und die kam einfach nicht dieses Mal. Oh, Da waren wir kurz. Oh, der Tether, aber ja, das er kommt noch zurück. Er kommt noch zurück. Ja, starke Recovery mit dem Double Uppy. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, eine Uppy würde jetzt nicht hitten. Das ist gerade extrem. No, hat einen Jump. Das war's. Das war das Set. Wow. Damn. Und Levi qualifiziert sich für Top 8. Mit dem Two-Stock. Ja. Ja, am Ende Inkling leider den Kill nicht mehr geholt, aber das. War auf jeden Fall nicht unmachbar. Das war jetzt kein Stomp oder so. Das war